Ihr Lieben, 14 Tage sind rum, Zeit für eine neue Ausgabe in Stereo. Heute mit einer Band, die ich persönlich sehr, sehr mag. Ich gebe es an dieser Stelle gerne mal zu, mit der Hürsten Eisenbahn. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Das sind zum einen Francesco und zum anderen ist das der Moritz. Und damit ihr mal einen kleinen akustischen und auch visuellen Eindruck bekommt von der Band, hier mal ein kleiner Live-Ausschnitt von der Hürsten Eisenbahn. Bitteschön. Da sind wir auch schon wieder zurück mit der Hürsten Eisenbahn. Eure neue Platte ist gerade erschienen, Ende August. Mögt ihr mal sagen, wie die heißt und wonach die vielleicht klingt? Die Platte heißt Wer bringt mich jetzt zu den anderen und sie klingt nach? Nach Instrumenten, die im Studio rumstanden und Texte, die wir dann da drüber gesungen haben. Ganz untypisch für eine Platte, ne? Aber also MDR Kultur hat eure Platte bezeichnet als Schlaghosenpop. Könnt ihr damit was anfangen? Oder könnt ihr euch zumindest vorstellen, wie die Kollegen auf diese Bezeichnung gekommen sind? Also modisch bin ich kein Fan von Schlaghosen, aber wahrscheinlich meinten sie damit, dass da Anklänge der 70er Jahre in der Musik drin sind. Ich würde selber unsere Musik nicht Schlaghosenpop nennen. Aber in den 90ern gab es auch nochmal Schlaghosen, ne? Vielleicht ja, haben sie auch die so gemeint. Aber das war so Rave, so Schlaghosen mit Buffalos unten drunter. Ja, das wissen wir jetzt nicht, welche sie gemeint haben. Ganz furchtbar, das stimmt, was der Francesco sagt. Das war ja auch dann eher so das Revival. Aber dieser 70er-Jahre-Pop, also das würdet ihr schon unterstreichen, dass der mitschwingt in eurer Musik? Ja. Ja, ob das jetzt das Songwriting betrifft oder die Instrumentierung, ich kann mir vorstellen, da sind mal so Geigen drin, die so Motown-mäßig klingen oder so und wahrscheinlich kommen da so die Assoziationen dazu dann. Würde ich auf jeden Fall so bestätigen, genau. Wir gehen mal ein bisschen zurück in eure Bandgeschichte. 2011 habt ihr erstmal so ein paar Konzerte gegeben zusammen. Ursprünglich in Dresden ging das Ganze los, dann hat sich das irgendwie als gut erwiesen, dann habt ihr ein paar Konzerte drangehängt und war dann relativ schnell an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, wir machen eine richtige Band daraus und nennen uns die Hürsten Eisenbahn. An welchem Punkt war das und wie seid ihr überhaupt auf den Bandnamen an der Stelle gekommen? Das sind immer so Sachen, die so zack zack passieren, nicht irgendwas, was von langer Hand geplant ist, sondern dann hat man einen Auftritt und dann überlegt man, heißen wir jetzt, wie wir heißen, heißen wir anders, denken wir uns was aus. Ich habe keine Ahnung, zu welchem Punkt genau dieser Bandname auftauchte, das weiß ich nicht mehr, weißt du das? Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Hinterhof vom Studio stand und auf dich gewartet habe und als du kamst, hattest du die höchste Eisenbahn, hast du irgendwie gesagt, die höchste Eisenbahn, wie findest du, die höchste Eisenbahn, verstehst du, so die am höchsten ist, also nicht so wie schnell, sondern und dann hast du es so blumig umschrieben und dann habe ich gesagt, ja, mir egal und dann war das unser Bandname. So war es wahrscheinlich. Ja, sehr interessant. Bei der neuen Platte, was würdet ihr sagen, wie unterscheidet die sich vom Vorgänger, also vom Debütalbum? Gibt es da eurer Meinung nach überhaupt große Unterschiede? Ich glaube, dass sie musikalisch eine größere Spielwiese ist. Also wir haben mehr gespielt mit Instrumenten, mit wo die Lieder so hingehen und wieder zurückkommen und noch mal ganz woanders hingehen und mehr mit Stilen, mehr mit Sounds und sowas, aber sonst, wir schreiben die Lieder, die wir schreiben. Also da gibt es nicht sowas, dass wir denken, okay, jetzt machen wir eine Wald- und Wiesenplatte und dann machen wir eine Flugzeug- und Fahrzeugeplatte oder so. Okay. Ein ganz wichtiger Aspekt in eurer Musik sind natürlich die Texte, die ja aus deiner Feder stammen, oder? Nee, wir schreiben beide die Texte. Okay, alles klar. Diese Frage wurde euch wahrscheinlich schon zuhauf gestellt, aber woher nehmt ihr die Inspiration? Interessiert mich halt auf jeden Fall. Also gerade bei diesen Texten, die ja sehr erzählerisch daherkommen, was so heutzutage leider doch eher so eine Seltenheit ist, zumindest im deutschsprachigen Bereich habe ich so das Empfinden. Wie ist das bei euch? Wie geht ihr ans Songwriting ran, an die Texte? Die Inspirationen kommen von überall. Also das können Sachen sein, die man irgendwann in einem Buch gekritzelt hat und sich nicht mehr erinnert, wo das herkommt und dann wieder aufgreift oder
ein Film, den man gesehen hat oder ein Gespräch, was wir unterhalten uns über Sachen und da kommen manchmal Lieder bei raus oder ich schreibe oft ins Leere einfach rein und weiß nicht, wo die Sachen herkommen und dann verfolgt man sozusagen diesen Schreibfluss und so, das ist ganz unterschiedlich. Magst du noch was dazu sagen? Ja, ich weiß immer nicht genau, jedes Mal, wenn ich denke, da fehlt jetzt noch ein Text oder wenn ich irgendwas aufschreibe, dann weiß ich wieder nicht, wie das geht und wie das beim letzten Lied war, ob ich zuerst einen Satz hatte oder einen Film angeguckt hatte und irgendeine Szene darin hat mich interessiert. Also ich habe nicht so einen Modus, in dem ich immer gleich schreibe. Es ist auch nicht so, dass ich ein Lied schreibe, damit in den Proberaum komme und dann mit Francesco abgleiche, ob er was er dazu meint oder so, sondern entweder geht Francesco an und schreibt dann auch eine Strophe oder er geht nicht an und dann schmeiße ich es vielleicht wieder weg und lasse es irgendwo liegen. Also das dauert dann oft. Also ich meine, das ist manchmal kommt irgendwas, genau, also das ist dieses, dass wir uns gegenseitig anstupsen irgendwie, das ist so, man macht Musik und einem fällt zum Beispiel ein Satz ein, den man dann immer und immer wieder singt, was weiß ich, der Erste in der Schlange oder so. Und dann singt man der Erste in der Schlange, der Erste in der Schlange. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu, wenn man singen würde, der Letzte in der Schlange. Und das ist dann wie so ein Grundgefühl, aus dem dann andere Sätze rauskommen. Du hast Musik beigesteuert zum Dresdner Tatort, ist das so richtig? Mhm. Also ist jetzt, finde ich jetzt erstmal nicht so ganz naheliegend, wenn man mal so deine Musik jetzt innerhalb der Band verfolgt. Wie kam es dazu? Na, Patrick, der Keyboarder von Tele und ich, wir machen öfter so Musik für Filme und das war eine von den Sachen. Also wir haben auch andere Filmmusiken gemacht und das ist zum Beispiel auch sowas. Ich bin jetzt auf Tour und er macht gerade an der Filmmusik alleine und wir telefonieren aber jeden Tag und er schickt mir Sachen und so. Okay. Und du segnest das dann ab? Oder also du gibst auf jeden Fall deinen Senf dazu? Ich segne das ab dann. Alles gut. Ich muss jetzt wieder mal auf die Bühne. Okay. Ja, sehr schön. Wir machen mal weiter mit unserer kleinen Rubrik. Bitteschön. Ihr Lieben, es geht um die allererste selbst gekaufte Platte. Und wir möchten natürlich von euch gerne erfahren, was das bei euch war. Das weiß ich tatsächlich, weil das so ein besonderer Moment war und so, weiß ich nicht, das war so ein kostbares Ding für mich. Das war, habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 13 oder sowas. Das war With the Beatles, von den Beatles. Also ich weiß, dass die erste Kassette, die ich gekauft habe, war eine Tina Turner Kassette, die war lila und wie die hieß, weiß ich nicht. Und die erste Vinyl war Operation Ivy, so eine Ska-Band. Du warst ja älter, oder? Da war ich 13 oder 14, glaube ich. 14. Und diese Genesis-Platte mit den gelben Würfeln, wie heißt die? Duke oder Invisible Touch? Ich weiß nicht mehr, mit diesen komischen gelben Würfeln da, mit so einem schwarzen. Die oder die Operation Ivy, habe ich mich, weiß nicht mehr welche. Also es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, weil meine. Okay. Vielen Dank für das Interview. Jetzt geht es für euch gleich auf die Bühne mit der Live-Performance, die ihr jetzt schon gesehen habt im Beitrag. Ne? Verrückt manchmal. Weiterhin viel Spaß bei den nächsten Konzerten. Danke. Wenn der Beitrag gesendet wird, sind die Jungs schon durch mit der Tour, aber. Ihr habt vielleicht die Möglichkeit, die Band noch mal live zu erleben, und zwar im kommenden Jahr, nämlich im Februar, spielt ihr noch ein paar Shows. Ne? Mhm. Genau, genau. Also dafür auch schon mal toi, toi, toi. Und dass die Platte weiterhin gut läuft. Danke. Euch weiterhin viel Spaß im Programm, ihr Lieben, und bis in 14 Tagen. Ciao.